Alambres, me amo gamma folle, me habla español, ni seguto como y estás. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. So, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Verduros, heute mal wieder auf Kudo. Und ich bin immer noch scheiße im Abusen. Ich spiele heute mal wieder mit meiner Cone. Ich muss sagen, eigentlich bin ich kein großer Fan der Cone mehr. Einfach weil dieser Cone-Treiber keinen Bock auf mich hat. Und das ist halt wirklich ziemlich nervig, weil mit der Cone muss ich halt wirklich eine komplett andere Spielweise haben als mit der im Vergleich zur Deathadder. Ich meine, ob ich jetzt Butterfly oder Abuse, es ist ein Unterschied, ja, aber es ist halt immer noch Klicken. In jedem Fall. Und das Hotkin würde auch gleich bleiben, würde die Dings sich nicht komplett anstellen, die Cone. Aber gut. Leute, ich weiß, ich kann sehr schön ins Mikro husten, tut mir leid. Wir haben die 50 Abonnenten geknackt. Da muss ich mich einfach mal mega fett bei euch bedanken für die 50 Abonnenten. Klar, die wurden mir gebottet. Die letzten 5 wurden mir gebottet. Und die nächsten 15 in die neue Richtung auch noch. Keine Ahnung, aber gebottet wurde ich ja in letzter Zeit oft. Ich dachte eigentlich auch, dass mir die wieder direkt aberkannt werden, aber diesmal hat YouTube ein bisschen geschlafen. Und ja, ich mach trotzdem mal aus Spaß ein 50 Abo Special. Da habe ich auch schon eine Idee, Handcam. Wäre jetzt zumindest meine Idee. Da schaue ich glaube, theoretisch hätte ich schon eine einigermaßen gute Befestigung zumindest. Aber okay, dann. Also ich würde dann halt wirklich irgendwas Langes machen. Also. Alter, kann er sich nicht mal weiter hochbauen? Bro, warum Bro? Deshalb Bro. Auf jeden Fall wollte ich mich einfach mal fett bei euch bedanken. Das Video würde dann länger werden. Ich würde dann wirklich alles Mögliche machen. Ich würde Timulia One One spielen. Ich würde Battle Rush spielen. Vielleicht ein bisschen MLG Rush. Ich würde Soup spielen. Also ich würde dann halt wirklich so alles wirklich machen. Geh dich einfach umbringen. Geh dich einfach umbringen. Und der baut sich. Nein. So, danke schön, tschüss. Und der lief erst Ehrenmann. So, dann spielen wir jetzt noch eine Runde MLG Rush. Warum hat man bei MLG Rush ein Schwert? Hä, das ist ja mal ultra useless. Ja gut, wenn du jetzt gut reducen kannst und pushy bist, wirst du damit deine Stats aufpushen können. Aber ganz ehrlich, ich kann ein... Na, also was heißt, ich bin schlecht eigentlich im Reducen, um ehrlich zu sein. Aber irgendwie kriege ich auch, wenn ich abuse, kriege ich viel schlechtere Hits, obwohl ich auf den aime. Und ja gut, ich bin generell gerade ein bisschen am Verkacken. Aber das kann ja alles noch werden. Oh, fuck it. Ah, ich muss sagen, ich find's toll von Kudo, dass Kudo meine Inventarsortierung beibehält. Hä, lol. Danke, Kudo. Aber gut. Aua. Komm, ja, dann... Jetzt kriegt er mich. Okay. Ja, gut, ich muss sagen, dieses Schwert finde ich eigentlich ziemlich scheiße. Das ist einfach... Das passt einfach nicht zu Stickfight.
und perfekt. Jodigi, der hat, glaube ich, ein bisschen Ping. Aua, aber gut. Ich muss sagen, Cone macht schon Spaß zu spielen, aber ist auch irgendwie langweilig. Wahrscheinlich fliegt er halt gar nicht, ne? Nicht ultra korrekt. Aua, hä, lol. Okay, das wird jetzt letzter Punkt, weil mir eine Hand tut mir so dermaßen weh vom Abusen. Okay, jetzt, ich möchte noch einen Punkt machen. Okay, ich möchte einen Punkt machen und nicht die Unfähigkeit meines Gegners. Na komm, wenn das so weitergeht, noch eine halbe Stunde. Komm, und jetzt Butterfly Reduce. Perfekt. Danke. Da habe ich mal einen Punkt. Und tschö. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ultra über Like, Abo, Kommi, etc. freuen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr auch ultra gerne und einen Freund von dem Kanal erzählen. Kappa. Bis dahin. Ciao.